Yo, howdy Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play vom Fuchs und bei Dead Red Redemption 2 hier auf der Xbox, meine Freunde. Und hier ist mein Pferd. Ja, schon lange erschienen. Ich glaube, mittlerweile ist das Spiel, glaube ich, schon ein Jahr alt oder so. Müsste es locker sein. Und jetzt ja im November kommt es ja endlich für den PC raus. So, im letzten Video hatten wir hier die Nase. Das Maisfeld da, wir wollten ja unseren Kumpel da finden. Hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Also wir haben ihn zwar gefunden und. Oder wir sind immer noch dabei. Da ist er. Genau. Freund. You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon. Looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Okay. Bounty hunters, Pinkertons, lawmen. Everywhere we go, more and more civilization. Perhaps this is it from now on. We shall see, I guess. In Luft aufgelöst. Okay, das war unsere Mission, ja. So, wir können ja mal hier reingehen. Wir sehen gerade Ausrufezeichen. Könnte Post sein. Haben wir Mist. So, die nächste Mission könnten wir zum Beispiel hier machen. John Menden. Dutch hat gesagt, du sollst dich am Anwesen der Grace mit John und Davia treffen. Hat irgendwas mit den Zuchtpferden von Braithwaite zu tun. Oh my. Jetzt mal gucken, was die. Welcome back. The price tag on little old you. Cool, ich bin 220. Und warum habe ich hier Kopfgeld? Bezahle dein Kopfgeld, um Kopfgeldjäger abzuhalten. Okay. Done. You're free across. Natürlich muss ich erst wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe das Spiel mich auch eine ganze Weile lang nicht gespielt und da vergisst man doch so hin und wieder mal ein bisschen die Steuerung hier in dem Game. So, wie hat er uns denn markiert? Ah, ich sehe schon. Hier geht klar. Thank you.
Also man kann sich hier entscheiden, das ist genau wie bei GTA, ob man Bösewicht ist oder nicht. Aber hier läuft es ein bisschen anders ab. Wenn man Scheiße baut in den einzelnen Dörfern, wird nachher Kopfgeld auf einen ausgesetzt und man kann sich da nicht mehr blicken lassen. Can I help you there? Sure. We're supposed to be my business partners here. They arranged a meeting, I believe, about some horses. A fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Out by the stables. Thank you. Have a wonderful day now. In this town, and you're helping everybody, and everywhere there's troubles. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. That hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. And where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Da haben wir so ein paar Kopfgeldjäger doch mal heiß gemacht. $5,000 pro Pferd. Ja, für den ganzen Schuster natürlich damals viel Geld gewesen. Ne? Da freuen wir uns drüber, wenn wir das, wenn die Kohle kriegen. Braithwaite woman. Hosea and Sean were planning on going over to the Braithwaites. You haven't seen them? No, not yet. If they're there already, they better keep their heads down. You don't need this to be any more complicated than it already is. $5,000 for horses. We've been robbing the wrong folk all these years. Yeah. He doesn't know what he's talking about. But get even a third of that, it'll be worth it. So how are we gonna play this? The place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. Three armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Avoid too many questions. Also am Ende wird sowieso auf eine Schießerei drauf hinauslaufen. Das ist doch immer so. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere.
Well, I... Okay then, but head on up to the stables. Da muss ich mir überlegen, was die Leute früher für Land hatten. Ja, irre. Stellt euch mal vor, man hat so ein großes Grundstück. Heute unbezahlbar. That's it. Nice and easy. No need to rush. Don't want to draw any unnecessary attention. That's the stables just up ahead. Heads down, play cool. We'll head around the front, hitch up there. Yeah. All right, let's hitch up here. Ich nehm's mal lieber das hier. Keine Kratzer an meinem Pferd kriege. Und das scheißt wieder alles voll, Alter. Klaus muss alles wieder voll kacken. Na dann. Gucken wir mal, ob wir ein paar Pferde kriegen. Hello there. Can I help you boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs, looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly dass die immer so unfreundlich sind. For purchase or for working. That's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. This here's Cerberus. Here you go, boy. Cerberus is a real... greaser, huh? Okay. Bandana's on. Don't need nobody recognizing us. Halstücher. Sehen wir so gut aus, wenn wir jetzt zum Fasching gehen? Was war ich mit meinem Pferd? Klaus, das lasse ich einfach stehen. Easy now. Whoa there. Easy. Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Easy. It's okay. Marston, you ride point. I'll cover up the back. If there's any problems, we'll regroup at Clemens Cove. Okay. What are you doing? Let's go, quick! Get going, you two. What the hell are you doing? Stop! Stop! You're being robbed! I said stop these men! Stop! Out riders. Go! I'll hold them off!
can get out that way. See if we can get rid of them in the trees. You're in trouble now. What are you doing? Okay, ich dachte, ich bin's schon gewesen. So hat man früher Pferde geklaut. Gut, ich habe ihn zwar nicht getroffen. Das war's nicht. Mit dem Lasso. Ach du Scheiße. Lass mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Schön hier bleiben, Baby. Komm. Gucken, wo ich hin muss. Just over there. Come on. Let's get this over with. Well, that could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Jo, Leute. Da kommen wir auch wieder schon zum Ende für das Video. War auf jeden Fall echt wieder nice. Und ja, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, wie wir unsere Pferde abliefern, dann seid ihr beim nächsten Let's Play wieder dabei. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und bin raus. Der Bux, bis dann, haut da rein. Love. Ciao, ciao.